Hi, willkommen in der Bärpo-Welt. Heute zeige ich euch mal unsere ganzen Federn. Vielleicht kurz, wofür braucht's Federn überhaupt? Und zwar, wir alle schießen ja mit einem Pfeil und jeder Pfeil braucht neben einer guten Spitze, dem Schaft, auch drei Federn. Die Federn sind nämlich dazu da, den Pfeil in seinem Flug möglichst schnell und vor allem möglichst gut zu stabilisieren. Wie ihr seht, es gibt drei verschiedene Federfarben. Ist nicht unbedingt ein Muss. Jeder Sportler macht es so auf seine eigene individuelle Art. Wir haben in der Regel immer zwei verschiedene Farben. Warum? Die eine Farbe ist die Leitfeder und die anderen zwei Federn sind eben nicht die Leitfedern. Da kann man das ein bisschen unterscheiden. Warum? Weil wenn wir schießen, möchten wir immer, dass die Leitfeder weg von uns guckt. So, jetzt natürlich die Frage, woran erkenne ich eine gute Feder? Vielleicht erstmal ganz grundsätzlich, die meisten Federn, und wir sind auch sehr stolz, dass unsere Federn aus dem Material sind, unsere Federn kommen von einer großen und vor allem auch guten Truthahnfarm. Das heißt, das sind alles echte Truthahnfedern, die sind nicht irgendwie künstlich hergestellt, sondern alles sind Naturfedern. Es gibt jetzt, wie ihr wisst, verschiedene Federformen. Also die Frage, wie ist so eine Feder geschnitten? Ja, ihr seht jetzt schon hier, ich versuche es mal gut für euch darzustellen. Es gibt einmal die Federform und es gibt die. Und dann gibt es noch eine, die fast so ausschaut wie so eine Banane. Warum gibt es die? Die gibt es einfach, weil wir Menschen zum Teil auch einfach verschiedene Geschmäcker haben. Wir nennen diese Federform, nennen wir Parabol, weil die hinten kann man immer gut erkennen, weil die hinten einfach abrundet. Wir haben einmal die Federform Shield, die erkennen wir daran, dass die hinten eckig ist. Und bei uns im schönen Produktsortiment gibt es noch den sogenannten Banana Cut, auf Deutsch heißt die Federform Saubuckel. Die startet und endet einfach gleich und erinnert eigentlich so an eine Banane. Deswegen auch der Name. Es gibt nicht nur verschiedene Designs von Federn, es gibt auch verschiedene Längen. Und wir haben eigentlich genau die Längen im Sortiment, die ihr als Bogensportler braucht. Wir haben zum einen volle Länge Federn. Die werden in der natürlichen Länge einmal für euch hergestellt und an euch geliefert. Diese Federn brauchen alle Bogensportler, die vor allem Lust haben, sich ihre eigenen Federn zu stanzen und eigene Formen zu produzieren. Dann haben wir sogenannte 5 Zoll Federn. Die erkennt man einfach daran, die sind 5 Zoll lang. Wir haben einmal 4 Zoll Federn, die sind ein bisschen kürzer. Und die kleinste Form ist 3 Zoll. Das ist die kleinste Feder. Die wird oft verwendet, vor allem für Kinder- und Jugendpfeile. Und genau, hier haben wir eben so eine 5 Zoll lange Bananafeder. Vielleicht noch ein kleiner Tipp von uns, worauf ist bei einer richtig guten Feder, worauf darf man da achten? Natürlich ist es immer groß von Vorteil, wenn es immer stabil produziert ist. Das bedeutet, wenn ihr einfach merkt, das Design ist stabil, die Farben irgendwie verlieren nicht an Sättigung. Und das andere ist vor allem wichtig, wenn man Pfeile baut. Und zwar, Hier unten haben wir den sogenannten Federkiel. Auf diesen Federkiel wird entweder Kleber drauf gemacht oder ein sogenanntes Befiederungsklebeband. Das ist so eine Art doppelseitiges Klebeband für den Bogensport. Und wenn ihr jetzt vorhabt, ihr wollt so eine Feder an so einen Schaft anbringen, ich mache das jetzt mal bewusst auf der falschen Seite, weil hier sind ja schon Federn dran, ist es immer von Vorteil, wenn der Kiel gleichmäßig ist, weil A, könnt ihr leichter den Klebstoff draufbringen und es hält vor allem gleichmäßig auf dem Schaft. Ihr könnt euch sicher vorstellen, was mit eurem Pfeil passiert, wenn der Kiel besonders dick anfängt. Dann geht er vielleicht über den Radius von dem Schaft und dann wird er immer dünner. Es sieht nicht so gut aus und von der Langlebigkeit, wie lange die Feder wirklich darauf auf dem Schaft kleben bleibt, hilft nicht wirklich, wenn der Kiel sehr unterschiedlich ist. Deswegen legen wir bei Bärpo viel Wert darauf, dass der immer eine angemessene Breite hat. Also ihr seht, der Kiel ist weder zu breit und noch zu schmal. Und vor allem, dass er sehr, sehr gleichmäßig ist. Für mich ist das super. Warum? Ich bin nicht super geduldig. Und dann kann ich über den Kiel einmal entlangfahren mit dem Kleber oder dem Fletching Tape, mit dem Befiederungsklebeband. Und kriege so einen Pfeil dadurch,
wirklich schnell gebaut. So, ob ich dann treffe, ist immer noch die zweite Frage. Manchmal mache ich das. Jetzt wünsche ich euch auf jeden Fall mit all den hunderten Farben und Formen, die wir haben von den Bärprofedern, viel Spaß, gutes Treffen und vor allem viel Erfolg. Macht's gut!